Und bei uns im Studio ist auch heute wieder Marianne Grunden. Marianne, wir haben es gerade gehört, die Kämpfe gehen weiter. Kannst du uns einen Überblick über die aktuelle Front geben? Und tatsächlich ist die Lage an der Front ein bisschen durchwachsen. Manche Gebiete, da macht die Ukraine Gebiete gut, aber an anderen Orten, da wird sie von den Russen tatsächlich weiter drangsaliert. Wir schauen uns das Ganze mal auf dem Frontverlauf an. Wenn wir auf die Karte blicken, dann sehen wir, dass gerade in der Region Donetsk die Ukraine es schafft, die Russen weiter zurückzudrängen. Besonders in den Städten Bachmut und Adiwirka, da schaffen die Ukrainer es, die Russen weiter zurückzudrängen. Anders sieht die Lage oder verwirrender ist die Lage aber um das AKW Saporischschja. Da hatten die Ukrainer gesagt, sie hätten die Anzeichen gesehen, dass Russland sich da auf einen Rückzug vorbereitet. Das wurde dann aber von den Russen umgehend direkt wieder einkassiert sozusagen. Und man hat da in Telegram-Gruppen verlauten lassen, nein, nein, wir halten das AKW, das Atomkraftwerk weiter, halten das weiter besetzt. Also hier große Verwirrung um die Lage bei dem Atomkraftwerk. Anders sieht es in Cherson aus. Da ist die Ukraine tatsächlich ja, in gewisser Weise in der Defensive. Zwar wurde die Stadt zurückerobert, aber allein am Sonntag, also gestern, gab es dort 54 Angriffe. Die Stadt wurde also weiter beschossen. Allerdings ist es der Ukraine jetzt, nachdem dort weitestgehend der Strom komplett weg war und eben alle Menschen dort eben im Dunkeln saßen, gelungen, dass zumindest 17% der Wohnhäuser jetzt wieder mit Strom versorgt werden. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.